Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Neuer Tag, neues Glück. Heute geht es, ja, wie soll ich sagen, mal nicht in den Norden, sondern in den Süden. Und ja, circa eine Stunde wird es dauern. Dann sind wir in Brighton. Das Wetter ist heute nicht ganz so toll. Also es ist bewölkt, aber es ist immer noch vollkommen in Ordnung. Und ja, mal gucken, was wir da so in Brighton erleben werden. Wir waren da ja schon mal vor 2 oder 3 Jahren, meine ich. Und mal gucken, da gibt es ja jetzt auch so einen Tower, wo man drauf gehen kann. Und der ist, ich glaube, über 100 Meter hoch und dann kann man da ganz weit gucken. Jedenfalls mal gucken, ob wir das machen, zumal das Wetter ja heute nicht mehr ganz so toll ist. Werden wir auf jeden Fall sehen. Ich würde sagen, es kann losgehen von mir aus. Let's go! So, Colin, wir sind am Strand. Ja, wir sind am Strand. Ich hoffe, man versteht uns, denn es ist sehr, 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 sehr windig. Und du wolltest ja unbedingt nach Brighton. Du wolltest dir das mal angucken. Wie gefällt es dir so? Deine ersten Eindrücke? Schlage sie mit uns. Also, wir waren ja schon mal hier, von daher kennen wir das ja hier. Ja, sonst noch irgendwas? Nö, sonst alles gut. Und Colin, wie viel Geld willst du ausgeben am Pier mit den Glücksspielen? 100 Euro. 100 Euro möchte der Colin ausgeben. Mal gucken. So, und hier ist jetzt so eine Eisenbahn, so eine Schiene. Wenn man denn hier entlang der Promenade kann man halt parken und hier ist auch schon alles ziemlich voll und wenn man dann ganz da hinten irgendwo parken muss, also der Pier ist da, dann kann das doch schon mal gerne eine Viertelstunde dauern. Okay, ein Skateboard ruft uns da. Nein, dann kann das ruhig mal etwas länger dauern, bis man halt am Pier ist und deshalb gibt es hier diese wunderschöne Eisenbahn, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, die man dann nutzen kann, um da hinzufahren. Ich weiß aber nicht, ob die was kostet. Bestimmt. Ist alles ziemlich teuer. Auch das Parken kostet selbstverständlich. Colin wollte zwar nicht schwimmen gehen, dafür möchte er aber sein ganzes Urlaubsgeld hier in diesem Tempel ausgeben. Wie viel hast du gesagt, gibst du 100. aus? 100 Pfund, beziehungsweise Euro waren das, glaube ich. Ob er das schafft, weiß nicht. Mal gucken, wie viel Gewinn du machst. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier laufen, frisch am Strand rum und ich habe das noch gar nicht so oft gemacht. Ich glaube, ich muss ja ein bisschen lauter reden. Ich hoffe, man sieht mich, da bin ich. Und ist auf jeden Fall ganz schön hier, nur der Wind stört eigentlich sehr und ansonsten ist es ganz gut. Da ist dieses Ding da. Ja, hätten wir hochfahren können, aber haben wir dann am Ende doch nicht gemacht und es ist ein schöner Tag und ja, der Philipp wird bestimmt noch tolle Sachen jetzt filmen, wir gehen gleich essen und ja, auf jeden Fall könnt ihr euch auf die nächsten Vlogs auch freuen, da werden die ein oder anderen
staunen, was wir da machen werden. Ich weiß nicht, ob du was dran hast. Philipp, hast du denen schon verraten, was in den nächsten Tagen kommt? Nee, das ist ein Geheimnis, aber es kann sein, dass Colin das erzählt hat, oder? Nein, das habe ich nicht erzählt. Ich habe gesagt, die werden staunen. Ja, dann staunt ihr mal schön. Und ich habe jetzt einen neuen Buch. Hier ist eine Muschel. Ich bin Muschensammler. Ich verkaufe die dann immer, weißt du? Ich bin jetzt nämlich Trainer geworden von einer Mannschaft hier in England und... Nein. morgen bin ich erstmal im Amt. Oder besser gesagt, ich werde meinen Feind kennenlernen und das werdet ihr morgen sehen. Also wünsche ich euch viel Spaß. Schaut rein und ja, viel Spaß mit dem Vlog. We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you are. Ich habe den Colin gerade gefragt, ob er sich hier in diesem Laden, ich kann meinen eigenen Finger nicht sehen, ob er sich da Flipflops kaufen möchte. Denn da gibt es Flipflops, da gibt es Strandequipment, das heißt diese Eimer da, so eine Schaufel zum Sandburg bauen und so. Aber ich konnte den einfach nicht überreden, dass er sich sowas kauft. Also, weißt du, warum nicht? Kann man ja mal im April machen. Gerade eben haben wir auch einen gesehen hier am Strand. Der hat eine Badehose an, gut, dann hat er halt eine Jacke da drüber angehabt. Aber er ist mit den Füßen im Wasser gewesen. Ja, jetzt haben wir noch schön Mittag gegessen, Fisch und Chips gab's, also typisch Englisch kann man sagen. Ist auch so mit meinem Lieblingsessen. Ist es deins auch oder eher nicht so? Nee, meins nicht. Schade. Naja, das sollte dann auch aus Brighton gewesen sein, liebe Freunde. Es war dann jetzt zum Schluss, vor allem ab mittags, wo es dann halt warm, die Wolken haben sich verzogen, jetzt scheint die Sonne und es ist richtig schön warm. Also hätte man eigentlich erst nachmittags hier hinfahren können, dann wäre wahrscheinlich nur das Problem gewesen, dass man nicht nirgends hätte parken können, weil hier echt so viel Betrieb ist. Also es ist unglaublich. Zum Glück ging das morgens noch, aber jetzt sind halt so viele Leute da und von daher bin ich jetzt doch ganz froh, nach Hause zu fahren. Das soll es dann auch mit dem heutigen Vlog gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Vlog. Colin hat da schon so ein bisschen was angeteasert. In dem Sinne. Erster Tag im Amt. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. So, Colin, wir sind am Strand.